Herzlich willkommen bei der Wien Auto Show. Ich darf euch herzlich auch willkommen heißen. Heuer auch das erste Mal die E-Mobility Area, da wo alles ja für die Besucher ja geboten wird. Ladeinfrastruktur, Ladekarten, Carports, was halt alles zu dem Thema ja gehört. Wir sehen auch auf der Wien Auto Show neue Player, wenn es um das Thema E-Mobility geht. Bekanntes auch schon, neue Fahrzeuge, wie der Kia e-Niro ist heute zum Anschauen. Es ist das Tesla Modell 3 vor Ort und vieles mehr. Und schauen wir mal, was wir alles heute da entdecken. Herr Strehle von Audi Österreich, was ist da beim e-tron, beim neuen Audi e-tron so besonders? Der neue Audi e-tron ist das erste vollelektrische Auto von Audi und es ist höchst innovativ und gleichzeitig total alltagstauglich, weil wir einfach auch sehr hohe Leistung haben, wir haben eine hohe Reichweite und können das Ding sehr schnell laden und das sind ja genau die Punkte, die für einen Kunden, der ein Premium-Fahrzeug, das dann auch elektrisch ist, wichtig sind. Wir haben schon das Wort Laden ja gehört, AC, DC, mit was kann man da rechnen? Ja, selbstverständlich beides. Also wir können DC laden mit bis zu 150 Kilowatt, was natürlich ganz toll ist, weil wir damit in 30 Minuten das Fahrzeug geladen haben. Und dann gibt es die Möglichkeit mit 11 kW DC zu laden und zu einem späteren Zeitpunkt gibt es auch noch eine Mehrausstattung, wo wir mit 22 kW DC laden können mit einem zweiten Onboard-Charger. Super, und eigentlich? Man hört schon in der Community sozusagen, ja, das wird ein tolles Fahrzeug, auf wann wieder erhältlich und was wird er dann sozusagen kosten? Genau, also das Fahrzeug kostet 82.000 Euro in der Grundausstattung, die sehr, sehr umfangreich ist. Und es ist so, dass es einige, muss man fast sagen, einige hundert Leute gegeben haben, die dieses Auto vorreserviert haben. Und diejenigen, die vorreserviert haben, die können nächste Woche den Audi e-tron bestellen. Alle diejenigen, die nicht vorreserviert haben, können Ende Jänner bestellen. Und so circa ab März ist der Audi e-tron bei den Händlern. Die Firma Schracktechnik, ja natürlich, darf auf der E-Mobility Area ja nicht fehlen sozusagen. Es hat sich ja spezialisiert auf Ladeinfrastruktur im öffentlichen und halböffentlichen Raum. Was machen eigene Stationen so besonders? Also unsere Kunden sind klassische Energieversorger und Netzbetreiber. Wir schauen darauf, dass wir deren Netze schonen. Intelligente Ladelösungen mit Lastmanagements, mit Lastbalancing, das sind unsere Stärke. Individuelle Anforderungen erfüllen, da sind wir gleich dabei. Wenn jemand individuelle Anforderungen hat, dann kommt er um uns eigentlich nicht herum. Ja. Natürlich auf der Wien Auto Show sieht man natürlich schon viele ja, Konzepte, Zukunftsvisionen dergleichen. Man sieht, wir haben heute schon den neuen E-Mini gesehen. Die ID-Serie von ja, VW ist heute auch die Vision sozusagen von Skoda ist, ja, zu sehen. Der e-tron, der was ja eigentlich so gut wie erhältlich ist, ist heute auch schon ja, zum Anschauen. Und lassen wir uns überraschen, ob wir noch vielleicht das ein oder andere doch noch Neues entdecken. Wir haben jetzt da den Vertriebsdirektor von einem ganz neuen Player im kleinen Automobilbereich von der Firma Shidu. Und was ist das Konzept, die Idee dahinter? Wieso jetzt? Wieso E-Mobilität? So, eigentlich Shidu gibt es seit 2011 am Markt, nur in Österreich erst seit September. Wir gehören zum großen Konzern dazu und die Idee ist Urban Micro Traveling, das heißt Ausnutzung von allen Ressourcen. Im Augenblick sind wir spezialisiert auf Kleinfahrzeuge für Stadt- und Nahverkehr und für Carsharing. Und technisch sozusagen, es hört sich ja schon ganz spannend an. Also wie weit kommt man da, wie kann man denn laden sozusagen, weil das wird sehr oft gefragt. Alle unsere Fahrzeuge fahren rein elektrisch, nichts anderes und sind alle mit Haushaltssteckdosen Strom beladbar. Die Reichweiten liegen bei 257 Kilometer, weil wir nicht auf diese hohe Endgeschwindigkeit aus sind, sondern eben im Stadt- und Nahverkehr mit einem Bereich um die 100 Stundenkilometer pro Stunde ausreichend dafür eine gute Reichweite erzielen können. Martin von Energy Kick sozusagen ist ja ganz, ja was ja Besonderes eigentlich, wenn man das so anschaut, den Aufbau da. Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Bei uns ist die Wallbox direkt ins Ladekabel hineingewandert. Das heißt, ich kann mein Ladekabel überall hin mitnehmen und wirklich bei jeder Steckdose anstecken. Egal ob ich jetzt eine 32 Ampere Steckdosen habe, eine 16 Ampere Steckdosen oder Schuko Steckdosen, ich kann es überall hin mitnehmen und mein Elektroauto bei wirklich jeder Steckdosen aufladen.
Es hat jetzt ja was ganz, ja was Neues, den Energy Connect sozusagen. Was ist daran so besonders? Der Energy Kick Connect verbindet sich auf der einen Seite über Bluetooth mit unserer Ladeeinheit, auf der anderen Seite hat es ein WLAN-Modul, das es ins Heimnetzwerk einbinden kann. So kann es zum Beispiel mit einem Inverter von einer Photovoltaikanlage kommunizieren und ich kann genau steuern, wie ich meinen Strom von der PV-Anlage nutzen möchte, um damit mein Elektroauto zu laden. Somit sind zum Beispiel Überschussladungen möglich oder es ist möglich, die gesamte erzeugte Energiemenge von der PV-Anlage für mein Elektrofahrzeug zu verwenden. Herr Gregor Kromböck von Kia Austria, der neue e-Niro, der ist ja komplett neu jetzt auf dem Markt, den gibt es in anderen Varianten auch schon, aber was macht den e-Niro so besonders? Genau, also der e-Niro vervollständigt jetzt die Niro-Familie, vorgegeben als Hybrid, als Plug-in-Hybrid, jetzt voll elektrisch. Das Besondere natürlich 455 Kilometer Reichweite. Die zwei Batterievarianten mit zwei verschiedenen Elektromotoren immer kombiniert. Also da ist für jeden etwas dabei. Aufladen kann man sowohl mit Wechselstrom als auch Gleichstrom, also AC-Ladung bis 7,2 Kilowatt, DC-Ladung, Gleichstrom bis 100 Kilowatt, also dann weniger als eine Stunde, bis er voll geladen ist. Also das schränkt dann den normalen Gebrauch eigentlich nicht mehr ein. Das ist ja sozusagen ein vollwertiges Familienauto, ist ein bisschen größer auch, haben wir gesehen, wie der Kona. Das ist ja die ähnliche Plattform sozusagen, aber es ist trotzdem mal spurwertiger. Genau, also der Niro ist etwa 20 cm länger, zeigt sich natürlich hauptsächlich im Kofferraumvolumen auch wieder. Und ja, Familienauto jetzt definitiv nicht mehr nur als kleines Stadtauto zu verwenden, sondern auch einmal für eine längere Reise, eben auch wegen der weiten Reichweite. Bei der Wiener Autoshow, wo ja heuer auch ein Themenschwerpunkt ist, die E-Mobility sozusagen, da darf natürlich der Elektromobilitätsclub Österreich als die immobile Plattform ja nicht fehlen. Herr Treidl, haben Sie heute schon viele Gespräche gehabt? Ja, also die Gespräche sind bei dieser Veranstaltung hier wirklich interessant. Es kommen die Leute, die alle Fragen haben zur E-Mobilität. Wir als Praktiker können natürlich alles beantworten. Das ist unser großer Vorteil. Wir sind eben eine Interessensgemeinschaft für die E-Mobilität hier und wir können aus unseren praktischen Erfahrungen dann alle Fragen gut beantworten. Und ich habe aber dann schon gelesen, eine Club- oder Ladekarte gibt es da. Was hat es da auf sich? Genau, richtig, ja. Ich darf kurz zu dem Flyer greifen hier. Also wir bieten eine Ladekarte an für unsere Mitglieder, die wir als Einkaufsgemeinschaft hier betreiben, wo wir dafür sorgen, dass die Mitglieder in österreichweit damit laden können und das zu guten Konditionen. Das heißt ohne Grundgebühr, ohne Anmeldegebühr, mit eben günstigeren Preisen. Vor mir steht einer der Geschäftsführer der Firma InstaDrive, Philipp Haller, auch Organisator sozusagen von der E-Mobility Area. Wie kommt man eigentlich zu der tollen Idee, dass man das bei der Wiener Autoshow sozusagen da umsetzt? Ja, vielen Dank, dass ihr uns besucht hier am Stand. Wir waren ja letztes Jahr schon auf der Automobilmesse, da waren wir draußen am Stand. Das war eigentlich eine relativ schwierige Area, weil da wollten alle nur vom Automobilbereich in den Tourismusbereich. Man hat die Leute eigentlich fast nicht aufhalten können und wir haben die Organisatoren gefragt, habt ihr denn eine Chance, uns drinnen einen Platz zu geben? Und das haben wir eigentlich lang immer wieder probiert und dann am Schluss ist denen, glaube ich, ein Platz übrig geblieben und dann sind sie an uns herangetreten und haben gesagt, okay, wir hätten jetzt einen Platz, macht's was draus, und dann haben wir eben angefangen, innerhalb wirklich kurzer Zeit diese E-Mobility Area aus dem Boden zu stampfen. Und auch hier vielen Dank eben an alle Partner, die das sehr schnell zugesagt haben. Also Bundesministerien, dann die ganzen Verbände, dann auch Wien Energie und Schrak Phoenix, wie sie alle heißen, natürlich Vertical. Und dann gemeinsam mit uns von InstaDrive haben wir eben dann das hier gestaltet. Phoenix Kontakt steht ja für Qualität sozusagen in allen Bereichen. Jetzt neu sozusagen E-Mobility, Ladekabel. Die sind eine ganz besondere, oder? Ja, was ist das Alleinstellungsmerkmal?
das Alleinstellungsmerkmal oder das, den Vorteil, den wir bei Phoenix Contact bei unseren Kabeln hervorheben wollen, ist, wir sind ein Unternehmen, sehr erfahren, unser Unternehmen gibt es seit 1923, wir sind in der Industrie sehr stark vertreten und haben natürlich diese ganzen Erfahrungen, die wir da in den vielen Jahren gemacht haben, versucht auch in unsere Elektromobilitätssparte hineinzubringen. Und ja, wir stehen für gute Qualität. Unser Kabel ist robust, es soll funktionieren. Der Kunde soll das Gefühl, soll wissen, dass er das Produkt nimmt, ansteckt und das Fahrzeug fährt. Die Elektromobilität nimmt immer mehr und mehr Fahrt auf. Und das hat man jetzt auch bei der Wiener Autoshow, bei diesem Rückblick und Durchgang ja gesehen. Es gibt sehr viele Modelle, sehr viel zum Schauen, sehr viel Ladeinfrastruktur. Wir haben auch Photovoltaik-Kabel gesehen und vieles mehr. Und ich hoffe, euch hat das sehr gefallen.